Herzlich willkommen zurück zu Tigers Welt. Tigers Welt? War das richtig? Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Ah! Irgendwas war noch vor dem Tiger. Sterntiger. Ja, Sterntigers Welt. Herzlich willkommen zu Sterntigers Welt. Coach steht wie immer am Anfang oben. Er liebt Mario 64. Das ist, glaube ich, sein drittes Level. Und wir gehen in den Keller. Zu den Buhus. Okay, wunderbar. Also nicht in den Keller, wir gehen eigentlich in den Hof. Den er hier auch dargestellt hat. Was? Lül. I don't blick anything. Ah, da kommen die ganze Zeit Pilze raus. Heißt es, ich mache mir das die ganze Zeit unnötig schwer. Den Checkpoint aktiviere ich später. Ah, da kann man noch nicht lang. Okay. Okay, cool. Er hat sogar die doppelte Absicherung gemacht. Damit der Checkpoint auf jeden Fall geht. Und ohne die doppelte Absicherung geht es nämlich nicht mehr. Welches Level ist denn das? Ah, das ist der Keller. Ich Idiot. Hier ist der Flossgraben. Okay, wir müssen irgendwas aktivieren. That's a little bit asozial. Jetzt sind die Viecher nämlich hier unten tot. Ja. Ehre. Oh, dann können wir gerade hier rein. Nein! Okay, wir müssen ganz schnell zurückkommen. Das war, glaube ich, auch eine Mission. Das war, glaube ich, ein Zeitstern im Keller. Oh mein Gott, der hat an alles gedacht. Ich fühl's. Ah, da oben ist auch noch ein P-Switch. Okay, machen wir als erstes den hier hinten. Dann müssen wir nicht mehr hinterlaufen. Dum, 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 dum. Super. Dann machen wir es uns hier ganz einfach. Und zwar so. Ehre. Erstes Level wäre damit geschafft. Das Wasser im Wassergraben wäre abgesenkt. Ich weiß nicht, wie er jetzt das darstellen soll. Oder wie er das darstellt. THX. Okay, er fängt schon mal an mit mehr Detail. Also man merkt, er hat sich jetzt in den ersten 3, 4 Level ausprobiert und er wird besser. Finde ich cool. Fühle ich. Okay, weiter geht's. Ich brauche immer ein bisschen, bis ich weiß, wo wir sind bei Mario 64. Ich glaube, er hat sogar sortiert. So plus minus. Okay, gehen wir jetzt nach oben? Ja, wir gehen nach oben. Also wir laufen die Treppe hoch. Kommt jetzt Fliegenpilz-Fiasko? Ich weiß es nicht. Ah, nee. Oh Gott, wie heißt denn der Scheiß? Wo es auf der einen Seite groß und auf der anderen Seite klein sein kann. Oh, mir fällt der Name nicht ein. Gulliver Gumba? Ich glaube Gulliver Gumba. Und wenn wir jetzt durch die Tür gehen, sollte alles ein bisschen größer sein. Ehre. Okay, aber wir brauchen erst eine Feuerblume. Was kommt hier raus? Spikes, die sind nachher auch größer. Ich finde die Umsetzung krass. Nee, fühle ich. Geht es hier kaputt? Nee. Was müssen wir tun? Ich glaube, wir müssen erstmal in die große Welt.
Und da ist wieder Cooper, der Schnelle. Oh mein Gott. Stimmt, da war ja auch ein Rennen von dem. Ja, und dann gehen wir hier in die Röhre rein. Haha. Diesmal ist er nicht so asozial. So, dann fehlen uns noch drei. Die sind allesamt in der großen Welt. Oh Gott. Wie kriegen wir den großen Goomba down? Ah, können wir jetzt auch hier wieder zurück? Nein. Schade. Ah, aber wir können hier rein. Und da unten ist ein Wiggler, der auf uns wartet. Ja, komm, nehmen wir kurz einen Pilz mit. Ich glaube, davon brauchen wir... Die sind nicht ohne Grund hier. Davon brauchen wir jetzt auf jeden Fall ein paar. Und zwar zum einen... Mir gefällt der Wegler-Bosskampf übrigens in dem Level sehr. Machen wir hier den hier. Da glitschen wir uns einfach durch. Dann holen wir uns noch einen neuen, weil ich habe keine Lust jetzt zu sterben. Dim, 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 dim. Oh, das ist so entspannt. Aber es ist schön, dass mir mal einer von euch eine Welt eingesendet hat. Dann kann ich endlich auch mal wieder was Let's Playen. Weil Nintendo ist aktuell ziemlich faul, was neue Spiele angeht. Paper Mario kommt bald raus und ich habe gedacht, das wäre super zum Übergang. Oder ja, besser gesagt. Dank euch haben wir was, was super zum Übergang passt. Und dafür ist ja auch Mario Maker noch im Programm und nicht rausgeworfen, wie bei, zum Beispiel beim Nintendo. Ich habe sogar einen Rekord, wow. Ehre. So. Wir schaffen heute wahrscheinlich sogar zwei Welten. Mal gucken, wie lang die anderen zwei Level sind. Mario 64, Teil 18. Dum, 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 dum. Wumms Wuchtball. Jetzt haben wir meine Lieblingsstage. Mal gucken, wie er sie umgesetzt hat. Bitte enttäusch mich nicht. Gib mir einen Pilz. Wo ist der Pilz? Ah! Okay, wir bekommen heute keinen. Oh doch, wow. Sogar jedes Mal, wenn wir das Level neu betreten. Also hier haben wir die Schräge, die sollte bekannt sein. Die Piranha-Pflanzen auch. Oh, gefällt mir. Ah, das sind die Schwamms. Wow. Okay, was müssen wir machen? Ah, wir müssen erstmal den Boss besiegen, klar. Und dann hätten wir die erste Münze. Die anderen sind bei P-Switches und bei Blöcken. Lül? Kein Plan. Habe ich noch nicht gesehen. Oh, Jesus. Gehen wir mal hier hoch. So. Was können wir jetzt hier machen? Wir können hier rein. Ah, hier geht's weiter. Ah, hier ist der Turm. Der ist gut umgesetzt. Fühle ich. Die Kanone ist auch im Original dort. Also er hat echt viel Details hier reingehauen. Krass. Aber ich glaube, mit dem kommen wir auch recht schnell durch. Wollte man Mario 64 LP auf dem Kanal sehen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Würdet ihr sowas feiern? Ich habe halt Angst, dass sie ein Remake machen. Hm, mal gucken. Ah. Ah, wow, das ist der Vogelkäfig, wenn mich nicht alles täuscht.
den er hier gemacht hat. Okay. Wunderbar. 69 Leben, es kann nicht besser werden. So, kommt jetzt der erste Bowser-Kampf. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Teil 5, neue Version. Ah, er updatet die auch. Cool. Was ist da unten für eine Röhre? Ah, wir können ja... Genau, okay. Kommt jetzt die Grotte? Wir haben ja jetzt das Wasser abgelassen schon. Und mal gucken, was jetzt passiert. Holy shit. Ah, nee, das ist da, wo man im DS-Teil mit Wario rein kann. Das habe ich nie kapiert, wie ich das machen soll. Weil Wario ist einfach ein fettes Stück Scheiße, das nichts drauf hat. Oh, ich brauche ein Remake von Mario 64. Also ein richtiges diesmal, nicht von DS, sondern so ein richtiges Mario 64 Remake. Okay, damit hätten wir den Schlossgraben abgeschlossen. Gefällt mir auch. Ich habe es ein bisschen spät geblickt, aber okay. Und Welt 2 hätten wir auch abgeschlossen. Oh, jetzt kommt die Lava-Welt. Wild. Und es kommt sogar ein Luftschiff. Ist es die Regenbogenwelt? Vielleicht? Okay, es geht auf jeden Fall runter. Daya Daya Docks fehlt noch. Und ich glaube, es ist soweit. Ja. Daya Daya Docks. Oder das Aquarium. Wir wissen es nicht. Es gibt ja noch so einen kleinen Bonusraum. Nee, es ist komplett. Alles klar. Okay, mit den zwei Goombas, die am Strand rumlaufen. Super. Da oben zeigt ein Pfeil nach rechts. Was hat der Pfeil zu bedeuten? Okay, hier kommen wir auf jeden Fall in die erste Röhre. Da oben ist die zweite mit dem Wiggler. Oh lol, wir müssen echt über die Kanonen dorthin. Oh shit, ich glaube, so viel Skill habe ich dann auch nicht. Holy shit. Einfach hier ein bisschen... Holy shit. Krasser Sprung auf jeden Fall an der Stelle. Aber das ist der eine Stern auf dem Vorsprung, den er hier simuliert hat. Wo man sich auch wirklich mit der Kanone hochschießt. Einer der schwersten, meiner Meinung nach. Und hier haben wir den Aal dargestellt. Ah, die fehlen ja, finde ich. Die Aale gab es eigentlich in Mario Bros. Dass die niemand reingemacht hat? Lül. Keiner hat sich beschwert. Normalerweise beschwert sich doch immer jemand von der Nintendo Community. Lül. Naja. Aber ich fand die Aale noch voll cool. Also. Kein Plan. Scheinen wohl keine Fanlieblinge zu sein. In Mario Bros. DS kam sie auch nur zweimal vor. Okay. Wo muss ich dich einsetzen? Dich muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Jo. Ah, das ist Truhenrätsel.
Super, wo man in die geheime Höhle kommt, unter dem Aal. Er ist so gut dargestellt in 2D. Für das, dass es auch Mario Bros. 3 ist. Kannst du mir vielleicht in die Kommentare schreiben, warum es genau der Stil ist? Und nicht zum Beispiel Super Mario Bros. DS? Also Super Mario Bros. Eigentlich. Also New Super Mario Bros. Eigentlich. So. Was erwartet uns? Die Regenbogenwelt? Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder hier. Ich find's cool, wie er das mehrmals gebaut hat. Dass man genau weiß, wo man ist. Fliegenpilz-Fiasko. Wunderbar. Nein? Kein Fliegenpilz-Fiasko? Die Eiswelt? Ah, der Spielraum. Aber hier gibt es doch einen versteckten Stern, oder? Ja, wir sind in der zweiten Eiswelt. Nein? Holy shit, wo sind wir? Ah, ist es nicht da, wo man die roten Münzen sammeln muss? Oh Gott, das habe ich auch damals nie geschafft. Oh Gott. Wunderbar. Warte mal, wie macht man das am besten? Okay, warte mal. Muss man da echt so hoch? Ja, ich bin tot. Lül, wie kommt man da hoch? Ich habe keinen Plan. Mysteriös, mysteriös. Da ist etwas im Busch. Was? Lül. Wir haben übrigens 2 Uhr morgens. Und ich nehme Abonnentenlevel auf. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen neben der Kappe stehe. Nein! Ist es despawned? Nein. Gut, ich kann mich umbringen. Absoluter Schmutz. Oh Mann. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Aber wo ist denn das? Ist es im Spielraum? Ich glaube schon, oder? Es ist ja da hinten. Oder. Ah, nee. Er simuliert, dass er die Treppe hochgeht. Hier geht es wahrscheinlich zum. Da ist das Tic-Tac-Trauma. Ja. Naja. So. Ja, moin. Kommt das Ding wieder? Selbst wenn ich es eingesammelt habe? Nein. Wow, gibt's hier irgendwie eine Ranke oder so? Ich bin echt schlecht mit dem Tanuki. Es tut mir leid. Was steht eigentlich da unten? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Da sind ganz viele Münzen. Kann man da cheaten? Wir können es nachher mal ausprobieren. Ich glaube, da steht nämlich THX.
Oder können wir probieren es jetzt einfach mal aus? So, dann müssen wir hier einfach wieder runter. Dann können wir, glaube ich, drüber fliegen, oder? Ah, da steht einfach nur 64. Wow. Okay, ich schneide euch den erfolgreichen Versuch rein. So, folgendermaßen sieht's aus. Ich muss das Level leider abbrechen, weil ich einfach nicht da hochkomme. Aber müssen wir da rechts lang? Ich weiß es nicht. Nee, hier rechts ist nämlich auch nichts. Ich habe gerade ein Problem mit dem Level. Das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man durch so Kanonen getroffen wird. Man baut nicht genug Tempo auf, um irgendwas mit der Ding zu reißen, was man nicht auch so reißen könnte. Ich zeige euch gleich das Ding. Und ich habe keinen Plan, was... Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde dran. Vielleicht habe ich auch einfach zu wenig Skill, ich weiß es nicht. Wie schon gesagt, ich bin richtig schlecht im Fliegen. Ja, und that's it. Gut, ich breche das hier jetzt an der Stelle ab. Wir machen im nächsten Part dann weiter mit dem Rest. Ich hab's echt probiert, jo. Letzter Versuch vielleicht. Also ich schaffe alle bis auf die eine Münze, weil ich nicht weiß, wo sie ist, erstens. Und zweitens, weil sie irgendwie so total random ist. Und, Ich weiß nicht, ich baue irgendwie zu wenig Speed auf. Vielleicht gibt's irgendeinen Trick oder so. Irgendwie... Wenn man hier... Warte. Nee, da oben ist sie. Jetzt hat man es deutlich wieder gesehen. Das Problem ist... Okay. Wir müssen uns das auf jeden Fall jetzt nochmal reinziehen. Warte. Oh mein Gott. Ja, das ist ein klarer Vorführeffekt. Ich glaube, ich habe es kapiert, wie man fliegt. Und jetzt müssen wir nur noch hier zurück. Die ganze Zeit probiere ich es und jetzt schaffe ich es. Lül. Also man muss praktisch runterrennen und dann hochfliegen. Ist komplex. Hab lange gebraucht, bis ich drauf komme. Aber wir haben es geschafft. Ich will euch bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich habe es jetzt auch nochmal so gespielt, weil der Benutzer oder der Abonnent das Ding die Welten wieder runtergenommen hat. Wäre toll, wenn du sie nochmal hochladen würdest, also die Level, die wir noch nicht gemacht haben. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald.